Zahlreiche Mitglieder des europäischen Hochadels sind in Athen eingetroffen, um Konstantin II. Von Griechenland zu verabschieden. Der letzte König Griechenlands verstarb am 10. Januar im Alter von 82 Jahren. Zu den adeligen Besuchern der Trauerfeier gehört unter anderem Prinzessin Anne, eine Cousine zweiten Grades von Konstantin II. Konstantins Sohn, der ehemalige Kronprinz Pavlos, begrüßte zudem König Philipp VI. Und Letizia von Spanien. Auch Philipps Eltern, der ehemalige König Juan Carlos und dessen Ehefrau Sophia, wurden in der griechischen Hauptstadt empfangen. Des Weiteren kamen Fürst Albert II. Von Monaco, König Willem Alexander und Königin Maxima der Niederlande zur Trauerfeier, ebenso wie Beatrix, Prinzessin der Niederlande, sowie König Karl XVI. Gustav und Königin Silvia von Schweden. König Philipp und Königin Mathilde von Belgien sowie Königin Margrethe von Dänemark, die Schwägerin von Konstantin II., nahmen ebenfalls an der Trauerfeier teil. Konstantin II. War 1947 zum Thronfolger ernannt worden und hatte diesen im Jahr 1964 bestiegen.